Sie sprechen bestimmt die Pandemielage an und natürlich könnte man sich jetzt auch in so einer Pandemie, hinter einer Pandemie verstecken und sagen, alle anderen Ziele müssen jetzt zurückgestellt werden. Wir sehen das wirklich anders. Eine Pandemie ist für uns eine vorübergehende Erscheinung. Das wird uns vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht auch noch nächstes Jahr beschäftigen. Das Thema Umwelt hingegen wird ein bleibendes Thema bleiben und ein Thema, was uns noch sehr viel stärker in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir hier unsere Ziele und Wege, die wir eingeschlagen haben, nicht verlassen. Gerade jetzt, wo wir in der Pandemie gelernt haben, auf wie viel man eigentlich auch verzichten kann, ist ein guter Moment, weiter an seinen Zielen festzuhalten und ein Unternehmen wie Marabu auf klimaneutral umzustellen. Marabu ist ja nicht seit heute klimabewusst und umweltbewusst. Marabu verfolgt seit vielen, vielen Jahren eine ganz stringente Umweltpolitik. Wir haben vor mehr als einem Jahrzehnt bereits auf Ökostrom umgestellt. Wir haben unsere Beleuchtung auf LED-Systeme umgestellt. Wir haben VOC-haltige Lösemittel zunehmend verbannt auf wasserbasierende Systeme umgestellt. Wir bereiten unsere eigenen Reinigungsflüssigkeiten selber wieder auf, destillieren sie, verwenden sie wieder, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Der Schritt jetzt 100% die beiden Standorte in Deutschland auf klimaneutral umzustellen und auch alle Produkte klimaneutral umzustellen, war eigentlich nur der logische nächste Schritt in einer lang anhaltenden und nachhaltigen Unternehmenspolitik. Zunächst erst einmal hoffen wir, dass unsere Kunden am Produkt es gar nicht bemerken, dass wir etwas verändert haben. Natürlich sollten sie es bemerken auf der Verpackung. Wir werden das ausweisen, dass wir klimaneutral sind und dass das Produkt klimaneutral hergestellt ist, weil Transparenz ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn sie bewusst umweltbewusst handeln. Die Produkte haben sich geringfügig natürlich auch verändert. Wir haben Rohstoffe ausgetauscht, wir haben Verpackungsmaterialien reduziert und so weiter. Trotzdem haben wir immer darauf geachtet, dass die Anwendung und die Qualität des Produktes für den Endkonsumenten darunter nicht leidet, sondern im Gegenteil, in dem einen oder anderen Fall sind uns auch Rezepturverbesserungen gelungen. Und nur so glauben wir auch, entsteht eine dauerhafte Akzeptanz seitens der Kunden, aktiv mitzuhelfen, die Umwelt, umweltschonend zu agieren. Wir haben als Unternehmen ja eine ganz besondere Möglichkeit. Während Politik, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag leistet für eine nachhaltige Politik, kann an der Regel nur verbieten oder sanktionieren in Form von Steuern, Strafzahlungen und Ähnlichem. Als Unternehmer haben wir ganz andere Möglichkeiten. Wir können Mehrwerte bieten und können dem Kunden etwas Zusätzliches anbieten, ohne dass er das Gefühl hat, er wird beschnitten oder sanktioniert. Und das sehen wir auch als unsere Pflicht an. Als Unternehmen haben wir die Pflicht, hier eine Vorreiterrolle einzunehmen und einfach mehr zu tun. Das große Ziel haben wir sicherlich nie erreicht, weil es auch nicht erreichbar ist. Erreicht wäre das Ziel, wenn wir null CO2-Emissionen hätten. Das ist nicht möglich, weil wir am Ende des Tages ja etwas produzieren, wir müssen etwas transportieren. Das Ziel muss sein, dass wir diesen CO2-Ausstoß, den wir unvermeidbar erzeugen, den wir heute in Form von Klimaprojekten dann entsprechend ausgleichen, dass wir den immer weiter reduzieren. Wir sind lange nicht am Ziel, aber wir fühlen uns in der Tat einen deutlichen Schritt weiter heute. Und wir haben klare Visionen, was wir in den nächsten 10, 20 und 30 Jahren erreichen wollen. Und darauf freuen wir uns auch und da machen auch alle Mitarbeiter wirklich sehr tatkräftig mit.